So, mögt ihr Obst? Nein. Ich weiß nicht. Obst. Obst. Ich mag keine Obst. Naja, was heißt, ich mag keine Obst? Na, warte mal. Ich kenne keine. Was sind denn wirklich Obst? Weil die meisten Obst sind 99,9. Weißt du, warum das Orb heißt? Orbitus, ein runder. Ich meine, Orbs sind ja eigentlich irgendwie immer natürlich, oder? Zeig es mir gibt, ein paar. Es gibt Irrlichter, die sind nicht, ich habe ja nichts mit Poren zu tun. Ja. So, ich würde jetzt aber dennoch mal euch was zeigen. Jo. So, das war, als wir damals, da war Erik mit anwesend in dem Raum. Also Erik, der Olli und meine Wenigkeit, wir waren da oben, wir haben eine Art RAQ-Test gemacht, beziehungsweise. Erik hatte sich damals in Uniform geschmissen, war auch irgendwo mit Kohlebinde. Ah, doch, ja, kennen. Hat er bestimmt mal erwähnt. Ja. Ja, gab es das nicht auch in irgendeinem Video? Da in der Mitte, ne? Ja, dieses Ding da in der Mitte. Kennt ihr irgendwas? Ja. Ja, ja. Und? Und da, genau. Genau. Ich meine aber den Kleinen. Den Kleinen? Du meinst den Kleinen? Kennt ihr den Kleinen? Ah, das ist ein Donut. Weißt du, wie der aussieht? Wie eine Eizelle. Oder wie ein Donut. Ja, das ist mein Donut-Ork. Richtig. Der sieht ja lustig aus. So. Cool. Und das ist jetzt etwas. Vor allem in der Mitte ist ein Loch drin. Ja. Hä? Das ist schön. So. Der Aufbau eines Orbs, ihr kennt es ja sicher. Ja, du hast es mehr. Eine Reflexion. Ja. Eine Reflexion hat einen Kernpunkt. Hier fehlt der Kern. Ja, stimmt. Was gibt es denn für Partikel, die so aufgebaut sind? Das ist, das heißt Partikel, wie gesagt, also da, wo der Partikel sein müsste, um diese Reflexion, dieser Kreis rund, ja. Um die generell zu erzeugen. Ja, das ist strange. Die fehlt da. Vor allem, du siehst sogar die Ränder des Dings, der Anomalie des Orbs. Strange. Weil, nie gesehen. Man kann, also es gibt Orbs, wo der Kern wirklich relativ schwach ist. Mhm. Und das Äußere natürlich heller. Aber hier siehst du ja definitiv dieselbe Hintergrundfarbe wie außen. Genau, richtig. Ja, klar, das ist ein Loch in der Mitte, ja. Ist logisch. Du siehst ja den Boden. Das pure Loch. Ein pures Loch. Ein schwarzes Loch. Und das habe ich definitiv nirgendwo anders bisher aufgenommen. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. Von den ganzen 1000 Orbs, die ich irgendwo habe. Das wäre auch mit bis jetzt der einzige Orb-Donut, den ich interessant finde. Weil der, wie gesagt, ein Loch. Also sprich, die anderen Orb-Donuts, die du gesehen hast, waren nicht so. Nein, die Donuts habe ich gegessen. Die Orbs finde ich nicht gut, wenn man die Orbs nicht gesehen habe. Aber so ein Donut ist ja auch so orbital, also rund. Rund ist so. Also ist ein Donut auch ein Orb gleichzeitig. Ja, aber der Donut geht, es geht jetzt nicht um die Definition, es geht einfach nur, wie kann das nochmal möglich sein? Was ist das? Ein Donut-Orb. Aber wie kann das? Wie du schon sagtest, die Reflexion kommt vom Mittelpunkt aus. Ja. Diese kreisförmige Darstellung einer Reflexion. Aber da fehlt ja dieser Mittelpunkt. Was ist das? Ja, das ist. Und warum stellt es sich so dar? Warum? Ja, also gut, bei mir ist es. Will ich jetzt davon ausgehen, dass es was Paranormales ist oder seine Wesenheit ist? Ich muss sagen, das Potenzial ist schon mal wesentlich höher als von anderen Orbs, die man so als Reflexion kennt. Zum Beispiel der Orb, der daneben ist, der andere große. Mhm. Das ist definitiv Reflexion. Mhm. Aber das fällt mir wirklich komplett aus dem Rahmen raus. Mhm. Ich habe nicht einen Vergleich, nicht einen einzigen. Ich könnte mit Staub, mit sonst was um mich schmeißen. Da wirst du nicht sowas. Ich werde dir eine definitive Prognose von 99,999756% geben, dass das so nicht auftaucht. Du bist eher bei den regulären Orbs. Hat man eher so eine Art rundes Plättchen, auf dem so komische kleine Dinge sind. Ja. Das sieht eigentlich aus wie ein Baumstamm, wenn man aufsieht. Ja, oder so. Mhm. Genau. Das sind ja die einzelnen Stufen, die zu sichtbar sind durch die Abstrahlung. Mhm. Weil Strahlung, beziehungsweise Lichtstrahlung, breitet sich ja über Wellen aus. Sprich, die Teilchen, die über die Welle transportiert werden, haben natürlich eine gewisse Anordnung. Demzufolge, und da sind wir wieder im Quantenphysikbereich. Ihr seht, Quantenphysik kann man wirklich überall reinschmeißen. So, aber hier haben wir halt wirklich etwas, der komplette Kern, der eigentlich die Reflexion verursacht, ist weg. Und wir haben nur noch die äußeren Ausleger.
Es gibt eine Theorie, die ich habe, die ich aber so überhaupt nicht bestätigen kann, weil wie gesagt, ich habe dieses Phänomen nur einmal bekommen bisher. Das ist vielleicht... Na gut, aber wie gesagt, also dadurch, dass er der andere ist, ist es schwierig, diese Phänomen, beziehungsweise diese Erklärung, ob es überhaupt so zutrifft, ob das so sein könnte. Dass dadurch, dass es sich über Wellen ausbreitet, wir reden hier wirklich von Lichtgeschwindigkeit, auch das ist verdammt schnell, dass eventuell der innere Kern schon die Reflexion vorbei war, nur noch die Reflexion des vorhandenen, von der ehemaligen Reflexion sogar vorhandenen auf die Linse, auf den Sensor aufgetroffen ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist so vage, weil wir reden hier wirklich von einer enormen Geschwindigkeit, die normalerweise halt eigentlich die Orbs widerspiegelt, die wir so kennen von den Fotos, die Reflexion. Und da weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass die Kamera da differenzieren kann, ob das möglich ist, dass es da Unterschied überhaupt erkennt, beziehungsweise aufnehmen kann in dem Sinne. Ist das strange. Weil wir haben schwache Orbs, und das kennt man ja so ganz, ganz hauchfein. Ja, genau. Ne? Ja. Das, man hat richtig starke Orbs, wo ich aber halt, wie gesagt, von Reflexionsvermögen ausgehe. Manche Stoffe reflektieren halt mehr, manche weniger. Und wir haben ja wirklich bei, egal wo, das heißt jetzt auch in dieser Wohnung, wir haben hunderte von Möglichkeiten, was für ein Partikel es sein könnte. Ja, eben. Man kann nicht sagen, Staub ist wie Staub. Oder Insekt ist wie Insekt, das ist totaler Schwachsinn. Denn es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Aber es gibt meiner Meinung nach keine Möglichkeit, dass eine Reflexion nur kreisrund kommt, ohne den Mittelpunkt. Mhm. Sehr außergewöhnlich. Mhm. Also das ist halt wieder so ein Foto, wo es strange as das ist mal ein richtiger Kopfzerbrecher auch. Okay. Das ist ein Mindfuck-Orb, ist das. Mindfork. Mhm. Was ist das nun für ein Orb? Ich muss immer an den Donut denken, Entschuldigung. Ja, das, deswegen. Deswegen habe ich auch definitiv Donut und Orb genannt, weil es sieht aus wie das. Das sieht echt aus, ja. Ich hab eher halt wirklich so, wenn es in den Bereich Wesenheiten reingeht, dass es halt vielleicht irgendwas Erschossenes darstellt, aber... Ja, oder... Weil selbst wenn ich mir überlege, eine Energieform, warum gehen wir davon aus, dass Orbs als Energieform rund sind? Das ist, das meine ich ja. Warum erscheinen sie so? Genau. Warum rund? Die Theorie beruht ja darauf, dass ja kreisrund die einfachste Form ist, die generell existieren kann. Ja, das stimmt. Wenn du einen Wassertropfen in der Schwerelosigkeit nimmst, welche Form nimmst du an? Kreisrund. Aber es ist einfach vom Mittelpunkt aus gesehen in alle Richtungen dasselbe. Ja. Das ist gleich. Es muss keine Variablen oder keine Variationen einbauen. Aber wenn der Mittelpunkt nicht existiert, es müsste reiterisch sogar zweidimensional sein, weil es könnte ja nicht. Eine Kugel ist dreidimensional. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ein Zylinder rumgeflogen ist. Weißt du, warum Orbs oder Energie vor Energie rund dargestellt wird? Weil, wie bei Kugeln, beim Blitz zum Beispiel, das habe ich mir mal. Das ist doch dasselbe Phänomen. Angezogen. Das liegt daran, weil die Energie in dieser. Die Energie zirkuliert, deswegen sieht das rund aus. Wenn die sich verstreut in alle Richtungen, dann löst sie sich auf. Und wenn sie gebündelt ist, wie bei einem Kugelblitz zum Beispiel, dann wird Energie quasi freistehend rund angezeigt. Deswegen, wenn es Energieformen sind, ergibt es Sinn, dass sie rund sind. Ne? Wenn es Energieformen sind, wenn. Ja, wie gesagt, das ist halt, das ist ja eigentlich physikalisch gesehen alles dasselbe. Ja, klar. Ne? Deswegen sind auch die Planeten rund und nicht viereckig. Ja, eben, das ist es. Ne? Ja. Richtig. Die einfachste Form, man nimmt da die einfachste Form an. Aber wie gesagt, die einfachste Form hat hier halt ein Loch. Das ist das Problem. Warum ist da ein Loch? Ist das ein Bild, was nicht echt... Warum? Warum kann ich da nicht durchgucken? Ich will da gar nicht durchgucken. Genau. Was? Weil man sieht halt wirklich, dass es einfach innen drinne nicht schwach ist, sondern wirklich... Ja. Richtig. Das ist einfach mal ein Loch. Ja. Ach, warum denn? Ey, und es leuchtet ja auch scheinbar. Und es hat wirklich verschieden starke Konturen und Strukturen, ne? Außen ist es richtig, dann ist es wieder ein bisschen dunkler. Ja gut, das ist ja normal. Und dann hast du dann wieder... Aber warum zur Hölle ist in der Mitte ein Loch? Das ist die Preisfrage. Weil, wie gesagt, also diesen Ringstrukturaufbau, das ist normal beim Ohr.
da geht er konform mit den anderen Orbs. Ja, aber er ist halt wirklich so ein Nonkonformist, was halt das Loch da drin damit angeht. Ist der rebellische Orb. Also der South Park-Gott der Orbs. Weil guck mal, du hast ja. Hier ist irgendwie so eine punktartige Struktur noch. Ja? Ich denke, das ist einfach eine Verpixelung. Ja, das ist eine Verpixelung. Echt? Ja. Gut, das Bild ist ganz schön grüßlich. Ja. Also gut, wir sind jetzt auch ziemlich nah rangegangen. Ne? Also das heißt, da siehst du die einzelnen Pixelstrukturen. Das Bildrauschen dadurch, es war früh, so Pi mal Daumen gegen 5 Uhr, glaube ich. Es wurde draußen leicht langsam hell. Also das Bild ist mit Blitz aufgenommen, demzufolge halt heller als es eigentlich war. Mhm. Aber es war halt bereits so hell, dass wir halt schon was sehen konnten und die Vögel haben offen gesungen. So, jetzt ist halt, da hat natürlich die Kamera auch dementsprechend eine höhere Lichtempfindlichkeit eingestellt. Und dadurch kommt halt dieses Bildrauschen auch mit zustande. Aber normalerweise produziert es halt keine Donut raus. Hab ich noch nie gesehen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Mindforb hat mir jetzt besser gefallen. Mindorp. Nee, jetzt ist aber gut. Ja. Mein Gott, nee. Das macht das Ding mit uns. Das ist die Aufgabe, dieses Gerät, dieses Orb. Dieses Orbs, Loch. Uns zu verwirren. Aber echt strange, wie ich noch nie gesehen. Toll, wir gucken wieder auf ein Loch und dann sind sie schon verwirrt, ne? Wer wollte jetzt hier seriös? Das war lustig, Alter. Das war echt lustig. Und sehr stumpf. Und runter. Das ist jetzt nicht Männer, die auf Ziegen starren, das ist jetzt Ghost Hunter, die auf Löcher starren. Donuts. Auf Donut-Orb. Tja, das war halt unser Donut-Orb. Ja. Wie gesagt, ihr könnt da gerne wieder Kommentare schreiben. Wir wissen es nicht, wie ein Donut-Orb entstehen kann. Rein vom physikalischen Standpunkt aus gesehen, auch von dem Belichtungsstandpunkt her und alles Mögliche, was wir in Betracht ziehen könnten. Ja, ist es vielleicht doch paranormal, wer weiß. Auf jeden Fall interessant. Ich habe nie gesehen sowas, echt nicht. Hier haben wir wirklich mal einen Orb, der sogar für Ghost Hunter unseres Fachs interessant ist, muss ich sagen. Wirklich. Jo. Und wieder keiner da, der ein Ausrufezeichen hat. Der einzige Orb, Donut-Orb. Aber ganz ehrlich, wenn wir so viele Ausrufezeichen direkt parat hätten, wäre das Hobby ziemlich langweilig. Das wäre ziemlich genau, weil ich meine, spekulieren gehört ja irgendwo noch ein bisschen mit dazu. Richtig, und das wäre das Spannende. Ja, das ist genau das, macht ja Spaß. Ja. Wir hoffen einfach mal. Gut, vielleicht hat auch übrigens schon mal einer von euch einen Donut-Orb aufgenommen, das würde mich mal auch interessieren. Ah. Und das wäre wirklich mal interessant, weil zu vergleichen, ne? Wie gesagt, ich habe in den ganzen Jahren, wo ich fotografiere, wirklich schon tausende von Orbs aufgenommen und das ist der einzigste mit Loch. Cooles Foto. Absolute Nonkonformist von den Orbs. Ja. Also von dann. Bis dann, ciao. Bis dann. Tschüss.